Victor 10 Jahre behauptet, ich kann mit meinem Bike öfter über eine Slackline fahren als Trial-Profi Fabio Wibmer. Victor und Fabio haben 2 Minuten Zeit, um so oft wie möglich über eine 8 Meter lange Slackline zu fahren. Jede vollständig überquerte Bahn wird gezählt. Ist die Zeit abgelaufen, werden die bis dahin geschafften Meter zwischen den Podesten festgehalten. Wer mehr Bahnen schafft, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Viel Glück, Victor. Ah, schnell wieder hoch. Man muss das Gefühl einmal finden. Sich einmal an die Slackline gewöhnen. Jawohl! Die erste knapp. Ein komplettes Segment haben wir bereits gezählt. Einmal. Ah, ganz knapp. Victor nicht, wir haben noch Zeit. Ist knapp über 1 Minute noch Zeit. Unglaublich, wie er das da am Ende ausbalanciert. Jawohl! Dreimal komplett rüber. Jawohl! Viermal! Weiter, nicht die Konzentration verlieren. Es sind noch 10 Sekunden, Victor. Jetzt gib Gas. Zeit ist um. Also, wir notieren. Das ist dein Applaus, genieß es. Danke. Wir sehen gerade spektakuläre Zeitlupenbilder. Ja, wirklich Wahnsinn, wie du es da am Ende immer noch auspendelst. Ja, 4-mal bist du komplett rübergekommen und auf der letzten Bahn hier bei 7 Meter abgegangen. Also das heißt, 4-mal komplett und die 7 Meter, das haben wir notiert. In dem Moment, wo Fabio 5-mal rüberkommt, hätte er gewonnen. Wenn er auch 4-mal, dann müssen wir genau hinschauen. Ja, ist klar. Gut gemacht. Hm? Fabio, ja. Ist soweit. So. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Fangen wir drüben an, oder? Ja. So, Fabio, auch für dich sind die Daumen gedrückt. Auch dir viel Erfolg. Möge der Bessere gewinnen. Auf los geht's los. Fabio Wibmer, Trial Champion aus Österreich. Erster Versuch ging daneben. Auch der zweite nicht komplett. Es geht darum, das Gefühl fürs Gerät zu entwickeln. Stabilität. Jawohl! Da hat er sein erstes komplettes Segment, das wir notieren. Die nächste Bahn. Nicht geschafft. Nein. Das ist noch ein bisschen mehr als 1 Minute, Fabio. Das ist eine
unglaubliche Balancefrage natürlich auch. Aber es entscheidet sich. Wow! Zwei. Aber das Ganze entscheidet sich natürlich auch im Kopf. Jawohl! Drei. Noch 30. Vier. Ah, da geht er ab. Die letzten Sekunden, Fabio. Die Zeit ist um. Uiuiuiuiuiui. Fabio, jetzt. Victor, komm mal rüber. Jetzt haben wir eine ganz spannende Situation. Denn ich kann dir sagen, ihr habt es beide je viermal geschafft, ganz rüber zu kommen. Ja, also wir müssen festhalten, es war circa hier bei 7 Meter. Jetzt müssen wir uns das bei dir angucken, Victor. So, da kommt's. Ah, das sind die Füße zuerst unten. Also das heißt, viermal komplett und die 7 Meter. Was macht ihr hier mit uns? Foto-Finish. Das erste Mal nach 25 Folgen klein gegen groß. So knapp war es tatsächlich noch nie. Wir können es auch machen, dass wir noch mal drüber fahren und wer als erstes rüberkommt. Ein Shootout. Wird geil. Auf geht's. Hast du uns du legst vor. Pass auf. Atme durch, alles gut. Du nimmst dir deine Zeit. Wenn du bereit bist, fahren wir los. Du entscheidest. Oh nein! Schade. So, wir müssen einmal die Box räumen. Wo war der Jump am Ende? Du hast schon gedacht, du bist schon drüben, oder? Ja. Oh, auch nicht. Ne? Du kannst doch nachlegen. Noch ist nicht entschieden. Nein, er schafft es nicht. Victor. Und damit haben wir einen Sieger im Slackbike-Duell. Und das ist Victor Ellert aus Saarbrücken.